Gut. Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play Together, wie man im Titel schon sehen kann. Ich will erstmal erwähnen, wer mein Mitspieler ist, oder ich lasse erwähnen, wer mein Mitspieler ist. Ne, das wäre nämlich der. Der WeGamer91LP. Ja. Ganz genau der. Und wer hätte mit dieser Firma gerechnet, die da gerade auf dem Bildschirm steht? Ganz einfach niemand. Jedenfalls, das Spiel, welches wir spielen, ist mit fünf Charakteren bestückt. Und der Titel ist genau genommen The Lost Vikings 2 fürs SNES. Dieses Spiel verfügt glücklicherweise über einen Zwei-Spieler-Modus, deswegen haben wir uns entschieden, das zu zweit zu machen, wobei es da noch ein paar glückliche Zufälle gab, Ja. die dazu geführt haben. Soll ich noch im Voraus was zum Genre sagen, oder? Kannst auch später sagen, oder? Genau, das. Moment. Ich habe noch nicht Start gedrückt, das heißt, das Ding hat sich automatisch gestartet. Das Demo. heißt, das machen wir nochmal. Dang it! Das werden wir schon selber demonstrieren, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Genau. 5 Jahre später. Gut, das Intro ist ein wenig länger geraten, aber was soll's. Wir werden die Texte auch voraussichtlich nicht lesen, da haben wir uns spontan gegen entschieden. Ganz genau. Die Texte sind, finde ich, vor allem im Intro recht lang auf dem Bildschirm, von daher sollte genug Zeit zum Lesen da sein. Warum wir den ersten Teil gemacht haben? Warum eigentlich nicht? Weil du den zweiten spielen wolltest? Ganz genau, und der Grund dafür war eigentlich, dass ich das Level-Design insgesamt ein bisschen ausgefallener finde, da einfach mehr Möglichkeiten da waren. Aber warum denn mehr Möglichkeiten im Vergleich zum ersten Teil da waren, das sehen wir dann noch nachher. Ganz genau. Übrigens, das Spiel nimmt sich selber nicht unbedingt ganz für voll, von daher kann man das auch in den Dialogen meistens erkennen. Nee. Ah, ja, Wikinger und Science Fiction. Exakt, denn im ersten Teil, glaube ich, der fand auch, glaube ich, größtenteils auch in einem Raumschiff statt, oder? Das ist schon so lange her, dass ich den gespielt habe. Ich habe Ich, keine bei Ahnung. mir, bei mir ist es nämlich ähnlich. Jedenfalls scheint diese Science-Fiction-Effekte auch dafür zu sorgen, dass man einfach irgendwelche Leute durch die Gegend teleportieren kann. Übrigens, ich liebe diesen Soundtrack. Ich weiß auch nicht Jetzt wohnt warum. leider zu leise. Das ist natürlich negativ für dich. Ja. Puh. Übrigens, die Textboxen werden von den Charakteren auch farblich unterschieden, falls man darauf achten sollte. Aber na gut. War es nicht auch so, dass die Charaktere im ersten Teil andere Kleidung anhatten? Oder irre Die ich mich? im ersten Teil hatten sie die jetzige Kleidung an, die sie jetzt gerade tragen. Ah, okay. Ne, weil eben hat sie eine andere Kleidung. Nö, die hatten. Ach, du meinst auf dem Ja, auf Titelbildschirm, dem, oder ja, wie? genau. Das sehen wir dann gleich, ja. Ganz genau. Was Aha. ein glücklicher Zufall aber auch. Der Fluch der Technik, wie man so sagen möchte. Genau wie der Fluch unserer Technik, denn man konnte einen leichten Hänger bemerken. Ja, ich dachte, es war im Spiel. Nicht ganz, nicht. Okay. Nett. Und man merkt schon eine leichte Änderung im Outfit. Hust. Ist ja echt ganz schön lange. Ich hatte es eigentlich Ich kürzer sag in dir aber. Erinnerung. Danach haben wir recht kurze Textphasen. Es gibt auch zwischen den einzelnen Gebieten, so viel will ich gerade mal spoilern, noch ein paar Textdinger, die ein bisschen länger sind, aber ansonsten ist nach dem Intro eigentlich texttechnisch erstmal gelaufen, die Sache. Transsilvanien, AD437. Ja, diese Teleporter werden wir noch öfter sehen, die uns irgendwo hinbringen. Will jemand erraten, was oben rechts auf dem Bildschirm oben rechts ist? Muss rechts. Da. Und der direkt neben dem Kopf von ihm, den man jetzt nicht mehr sehen kann. Meins. Hab's nicht mehr gesehen. Naja, das wird eine ewige Frage sein. Ich hab so auf den Text geachtet. Die Passwörter haben übrigens auch meistens eine versteckte Bedeutung, auch wenn sie meistens nicht so versteckt ist. Naja, wie dem auch sei. Also die Passwörter entsprechend kann man auch nicht. Man kann auch entsprechend nicht speichern, aber das ist nicht weiter wichtig. Das sagst du, glaube ich, nicht, Olaf. Olaf war nochmal wer, der Der ganz ich. Linke.
Ja, das genau. Wird eh umgeschaltet, aber das erklären wir gleich noch mal ein bisschen genauer, denke ich mal. Jedenfalls, was ist das Spielziel jeder einzelnen Mission? Einfach nur unsere drei Wikinger ans Ziel zu bringen. Zumindest vorerst. Es kommen auch demnächst ein paar andere Anforderungen hinzu. Wir haben drei verschiedene Wikinger. Einmal Erik, den Flinken. Der kann zum einen ziemlich gut springen und entsprechend auch einigermaßen flink dashen. Wow. Und dazu kommt noch Bialuk, der Kämpfer quasi. Der hat einen bionischen Arm und ein Laserschwert. Ansonsten kann er noch nichts oder er wird auch nichts Neues dazu lernen, aber naja, und es gibt noch Olaf, falls du mal eben sagen, den ich habe. Zeigen musst, was der drauf hat. Ja, so, er kann so kleiner werden. Und jetzt muss ich nur noch gucken, wie die Steuerung ist. Er kann sein Schild verstellen und er kann eben auch mit dem Schild gleiten. Ja, und er kann noch irgendwas, glaube ich. Ganz genau. Das. Das hat jetzt noch keine direkte Bewandtnis in diesem Feld hier, aber das hat schon noch seinen Sinn, keine Sorge. Jedenfalls müssen wir am Anfang erstmal alle drei Wikinger zu dieser Hexe geleiten. Was nicht wirklich schwierig ist. Und damit ist wohl die Zeitmaschine gemeint, oder was mal das für ein Ding sein soll. Praktisch. Ja, man sollte immer den Fehlversuch einplanen. Und das sind die übrigens die Zusatzbedingungen, die ich vorhin erwähnte. Wir müssen nämlich in den nächsten Gebieten immer noch drei magische Items suchen, die dafür sorgen, dass wir den Teleporter verwenden können. Entsprechend, also man kann Spiel auch alleine spielen, auch wenn es meistens sich ein bisschen länger zieht, da man an jeden Wiking einzeln immer lang laschen muss. Wir haben diese Fledermaus. Captain Obvious, ich weiß. Jedenfalls, der einzige direkte Wikinger, der Kampfhandlung ausführen kann, ist Baliok und naja. am Anfang halten die Pfeile nur einen Treffer aus, später wird es ein bisschen mehr. Erik kann auch Schaden zufügen durch seinen Dash, aber das hat gewisse Nachteile, auf die wir dann nachher noch sehen. Also kann nur ich keinen Schaden machen. Vorerst. Wobei ich glaube, durch Fallschaden kann Olaf was erreichen. Deswegen. Den Charakter wechsle ich wie eigentlich? Mit L und R, aber da wir zu zweit sind, ist es egal, da man nur auf den letzten verbleiben kann. Ja, okay. Genau, und dann durch Olaf kann man dann solche Stellen umgehen, was ganz nett ist. Hier ist dann Erik gefragt entsprechend, um da hochzukommen links. Ja, stimmt. Wupp. Was machst du dann mal? Wupp. Die drei Dinger. Oh, Moment, wir müssen. Ich glaube, du hast gerade ein Dings getriggert. Das musst du dann wegdrücken, ja. Ah, okay. Entschuldigung. Macht nichts. Das habe ich ja bereits gewählt. Alle drei müssen am Ziel sein. Das heißt, wenn einer stirbt, dann müssen wir jetzt die Level quasi direkt neu starten, denn dann kann man es gar nicht mehr gewinnen. Ja. Für den Zwang, okay. Leider müssen wir es jedes Mal tun. Kommen wir damit zum Ziel? Ja, nein, vielleicht. Keys. Offensichtlich noch nicht so ganz. Schon ganz richtig. Richtig, du musst erstmal da hoch. Wow. Ich? Ja. Oh nein, erstmal sollten wir mit Baliok das Skelett loswerden. Ja, wäre besser. So. Steht dann noch ein Schild? Stimmt. Moment, fast. Falsche Taste. Nach oben halten, dann einmal rüber. Genau. Ja, genau. Und dann eben. So. Ups. Alle drauf. Ganz genau. Und so entsprechend kann nur Olaf solche kleinen Passagen durchdringen quasi. Und den Schlüssel brauchen wir dann für diese Tür. Entsprechend war auch das Passwort gestaltet, logischerweise. So. Weißt du, welche Taste du dafür drücken musst? Genau, ja. Gut. Alles klar. Ich habe einfach alle einmal gedrückt. Denk mal, wir können eben zeigen, dass Erik auch gegen Slater vorgehen kann. Pöng. Der einzige Nachteil ist ja eben, dass er nach dem Dash halt verwundbar ist und alle Feinde, die mehr als ein HP haben, sind entsprechend ein Problem. Hier steht drauf, man bräuchte eine Räuberleiter mit Olaf, also man kann halt eben aufs Schild von ihm draufspringen, wenn er es noch umstellt, aber das ist eigentlich hier nicht vonnöten. Und selbst wenn, mit dem Normalsprung kommt man da eh nicht hoch, dann braucht man schon den Doppelsprung von Erik. Und mit dem schafft man es dann auch ohne Olaf. Von daher ist der Tipp ein bisschen, naja, was soll's. Man muss halt auf alles hinweisen. Die Tür jedenfalls kriegen wir auch noch auf. Ach ja, übrigens, wenn man mehr als ein Item hat und dann auf ein anderes umwechseln muss, das geht mit Select. Das wird aber gleich erklärt. Pöng. Übrigens, die Feinde richten keinen Schaden durch Berührung an, die müssen selber angreifen, was ich auch ganz nett finde eigentlich. Okay.
ist vor allem wichtig, da mal eben nicht alle, dass man eben nicht immer einen kampfträchtigen Ding, Wikinger vorne hat, von daher ist das immer zu beachten. Übrigens, du kannst auch gerne mal, du kannst auch von Olaf mal wegschalten, wenn du unbedingt möchtest. Nein, geht's wieder? Alles klar. Ja. Der Schlüssel, ach, also. Ich muss erst den Schlüssel. Ne, wenn wir schon mal beim Schlüssel sind, kann man auch. Wir haben auch den Arm von Baleok, von dem kann man auch dann auch Schlüssel dran. Oder an Items allgemein drankommen. Das müssen wir jetzt zu Olafs Inventar packen, denn sonst kam da keiner zum Loch da hinten hin. Und das wär's genau. Dann. Ich glaube, damit ist es jetzt auch fertig. Ne, ein Feind kommt noch. Nein, ein Vampir. Übrigens, der lässt sich, glaube ich, nur in der Fledermausform besiegen. Deswegen müssen wir das ein bisschen timen, aber... Welcher Taste wechselt man noch? L oder R, es ist eigentlich gerade egal. Ja, ich hab's so vergessen. Dran. Gut, die werden schon mal beide da. Nein. Alles klar, und ich wollte noch über das Genre reden, glaube ich, oder? Mhm. Ganz einfach, ich würd's in dem Bereich Rätsel, nicht Rätsel, sondern eher Jump'n'Run und Puzzle-Hybrid eintauschen, ehrlich gesagt. Denn man muss zumindest in den späteren Leveln durchaus ein bisschen nachdenken, wie man ins Ziel kommt. Erik's Dash kann übrigens auch diese Wände zerstören. Es gibt noch zwei andere Möglichkeiten, mit denen das geht. Die eine besitzt Olaf. Ich glaube, an der Stelle muss ich Olaf spielen, denn das ist wegen der Kamera. Sonst geht das recht schwierig. Denn die Kamera folgt immer Spieler 1, deswegen muss man für solche Sachen meistens dann den Charakter wechseln. So viel Knoblauch. Wario würde sich in Ast abfreuen. Jedenfalls, jetzt haben wir ja 4 Items und wir können nichts mehr nehmen, von daher müssen wir eins wegschmeißen. Sollte eigentlich kein großes Rätsel sein. Und dann können wir jetzt mit dem Aufzug quasi hier runterfahren. Denn es gibt Fallschaden im Spiel. Wichtig zu beachten. Wobei Erik übrigens tiefer fallen kann als die anderen Charaktere. Baleoks Arm habe ich bereits erwähnt. Ja. Und hier, willst du es eben machen? Mit Erik kann man ja auch diese Dinger mit einem Doppelsprung erledigen. Ganz genau. Das ist halt. Okay, ich dachte, ich muss dagegen dashen. Quasi, halt von unten, ne? Du musst aber jetzt da lang. Genau. Wo runter lang? Mit dir. Ja. Yay. Moment. Das passt schon. Du musst ja gleich die Tür aufmachen. Ich kann die Beine schon runterbringen. Hauptsache ich hab dich im Screen dann gleich. So. Alles klar. Und das Schwert ist nicht unbedingt. Hey, nett. Das Schwert ist manchmal ist irgendwie so ein zweitrangig, denn die meisten Gegner kann man auch mit dem Arm besiegen. Und das Schwert richtet eigentlich genauso viel Schaden an wie der Arm. Ja. Und der Arm ist aber praktischer. Weil der halt Range hat. Und naja. Und man kann das Schwert. Oh, klar. So. Und genau, hier war nochmal eine Erik-Stelle. Ja. Da oben ist ein Aufzug sein, glaube ich. Ach ja, vielleicht sollte ich dafür Erik nehmen, denn... Ja, ich hab's auch eben. wegen der Kamera. Ach so, wir haben es eben gleichzeitig gewechselt. Ja. Gut. Das ist übrigens eine der Standard-Rätsel-Varianten aus Lost Vikings 1. Spring mit Erik irgendwo lang und hol Aufzug oder so in eine Richtung, war das immer gewesen. Na, wie dem auch sei. Übrigens haben die Charaktere einige andere Fähigkeiten im Vergleich zum ersten Teil, falls dir das schon aufgefallen ist. Ich weiß gerade gar nicht, was die im ersten Teil konnten. Im ersten Teil zum Beispiel konnte Erik keinen Doppelsprung, da konnte er nur normal springen. Da war auch eben Olaf für Sprunghöhe relativ wichtig gewesen. Passwort Swim, das ist schon passabel. Jedenfalls, Erik konnte entsprechend nicht seinen Düsensprung nicht einfach mal. Baleok hatte seinen Arm nicht, dafür hatte er einen Bogen gehabt. Und Olaf konnte sich nicht schrumpfen. So als die Hauptunterschiede. So. Naja, hier müssen wir. Der kann schwimmen. Der Einzige, der schwimmen kann, ist Erik. Okay. Deswegen. Man kann auch eben so einen kleinen. Wie nennt man das? Dash. naja, relativ. Naja, es gibt diese Knöpfe, mit denen man Brücken runterlassen kann und dann ist die Sache relativ simpel. Kannst du laufen oder bist du irgendwie. Nein. Hä? Nee, bei mir hängt's auf. Bei mir hast du gerade was gemacht, deswegen. Nee, bei mir ist Standbild. Verdammt, dann machen wir eine kurze Unterbrechung. Damit wir das Problem irgendwie gelöst bekommen. Können wir ja wieder. Nein, nicht. Gibst du auf. Toller Anfang. Oh Mann. Gibst du auf. Natürlich.
Bäh. So, dann bringen wir. Alles klar, wir haben die technischen Probleme beseitigt. Oder zumindest wieder wettgemacht sozusagen. Hier kommen wir zu Balioks Fähigkeit, mal sich irgendwo hinzukommen. Er kann sich nicht mit seinem bionischen Arm an solche Kugeln dranhängen und auch wieder loslassen entsprechend. Nichts Großartiges. Oh Gott, das ist doch eine Stelle für mich. Ganz genau, du musst also dein Schild nach oben und dann in der Luft fast. Na, du musst halt, geht's wieder? Alles klar. Ich werde eventuell auch die Lex wieder rausschneiden irgendwann, aber was soll's. Einfach runterfallen und sofort hoch quasi dich ventilieren. Ach so, stimmt. Jetzt da. Jetzt ja, ganz genau. Erik hat es am einfachsten, von daher. Wieder eine Sache für Olaf. Pass auf, bei dem Schild, ganz genau. Ja. Genau. Ich glaube, hier kommt ein Stell für Ball. Das sollte bestenfalls Spieler 1 machen, denke ich mal. Oh Gott. Moment. Ich werde angegriffen. Ich habe mich umgedreht. Ach ja, und die Wikinger haben alle 3 HP. Jetzt kommen wir auch eben damit demonstrieren. Ja, ich muss nur zeigen. Das sollte ein bisschen nach dem Voraus loswerden, das Skelett. Knoblauch. Ach ja, und Knoblauch ist da, um dich zu heilen. Das haben wir bis ein wenig vergessen gehabt. Ich gebe es mal an Olaf weiter für den Fall. Was essen? Kannst du, musst aber nicht. Ist noch ein Skelett unten oder habe ich mich verguckt? Oh, ist noch eins. Da ist noch einer, ja. Oh, das war nicht geplant. Naja. Entschuldigung, wir haben halt einen leichten Ping, zumindest habe ich das, weil wir jetzt über Internet spielen müssen. Deswegen kann das schon mal zu Dingern führen. So, alles klar. Dann können wir auch Erik rüberbringen. Ich habe Olaf, kannst du mal nach links ziehen? Ich weiß nicht, was der macht. Ach ja, das ist wieder so ein Schlepp für Erik. Olaf kann also sprich unten lang gehen. Alles klar. Fast. sterbe ich da? Nö. Oder sollen wir wechseln? Du musst eh da runter von der. Also wäre vielleicht ganz praktisch. So. Nee, das ist ja nicht viel. Ich glaube, da rechts war auch nichts mehr. Er muss eh. Olaf, der muss eh warten von daher. Moment. Ach ja. Wasser gilt für sofortigen Tod für alle nicht. Für alle nicht Eriks. Das sollte man sich auch merken. Für alle nicht Eriks. Ja. Ja, ich würde etwas vorsichtiger mit Spoilern umgehen, aber die Tatsache, dass wir schon im Titelscreen die ganzen Charaktere gesehen haben, die wir kriegen können, lässt mich da ein wenig unvorsichtiger werden, sozusagen. Ja. Naja, damit wären wir auch in dieser Stage wieder fertig. Und ich glaube, so langsam sicher haben wir alle möglichen Dinge, die wir mit den Charakteren gemacht haben, mal durchgehabt. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich glaube schon, das riecht nicht nach Vampirfledermaus. Also einer von euch sicherlich. Dann bin ich mal gespannt, ob es wirklich Vampirfledermaus war. True, Ausrufezeichen. Man kann sich Passwort echt merken. Und Erik ist weg. Vielleicht war es doch kein. Na, war ja klar. Naja, jetzt sind wir gerade zu zweit, deswegen. Sowas kommt auch manchmal vor, dass wir eben. Ich habe eben schon von den neuen Charakteren erzählt, oder? Ja. Dann leg mal los. Alles klar. Genau. Und das oben sollte auch klar sein. Jo. Denn es reicht ja, es reicht bei so Wänden, wenn man einen Teil davon zerstört, egal wie komisch das Ding liegen mag. Ach ja, ich komm da nicht rüber, egal wie kleiner Sprung auch sein mag, das ist ein bisschen. Ja. Naja. Hui. Übrigens mag ich. Und da unten sehen wir schon jemanden. Und irgendwie mag ich dann von denen von dieser Stage besonders, wegen dieser Dingens. Was wir hier machen müssen, sollte offensichtlich sein. Weißt du es zufällig? Ich brauche schon deine Hilfe. Ja. Genau. Ja. Ich habe mein Schild oben. Ich will bis nach vorne gehen, ganz genau. Yay. Okay. Ich dachte, da kann ich nicht drauf stehen. Alles klar. Muss ich da durch? Ganz gut. Ja, du musst. Ach, ich muss drücken. Weiß ich nicht. Doch, ich muss drücken. Rausholen geht. Wir haben den Schlüssel immerhin. Ach ja, Select. Ja. Genau. Alles ich erst in die Steuerung einarbeiten. X oder? Alles klar, jetzt können wir auch mit
Wir haben unseren ganz eigenen Hirsch, exakt. Ach ja, du bist wieder... Ach ja. Genau. Feng, kann man sich auch merken. Damit haben wir einen der zwei Extra-Charaktere aus Lost Vikings 2. Feng entsprechend kann... Kann wie Baliok auch zuschlagen. Und eine ganz besondere, ein ganz besonderer Zusatz, er kann springen. Das ist ja eine Seltenheit hier. Das können ja nicht die meisten. Naja, und erstmal drücken wir den Knopf, damit Baliok durchkommt. Noch weit, des Weiteren kann er noch Walljumpen und... Na, ich fühle mich fast, als würde ich Mega Man Zero spielen. Wie dem auch sei. Ist das ein Ding für Baliok? Ganz genau. Jo. So, und... Ja. Alles klar. Habe ich mich langsam eingearbeitet. Das ist gut, denn das wird noch richtig schwierig an manchen State. Naja, den Pilz hätten wir schon mal. Oh, so viel zum Fallschaden. Ja, der Fallschaden, genau. Ah, acht. Denk dran, das Ding ist ja nicht. Genau, ist ja nur als Fledermaus zu besiegen. Leider. Aufzug sehe ich da oben. Oder was siehst du? Ja, sehe ich auch. Ich hoffe, das macht nicht viel, dass ich größtenteils solche Aktionen immer mache. Obwohl, wir brauchen einen Schlüssel dafür. Aber den Aufzug kann man schon runterlassen. So. Puh, was ein Glücksfall. Das war ja knapp, ja. Wie wechsle ich den Items? Ach, das ist ja eigentlich egal. Genau. Ja. Auf nach oben! Huawei. Oh. Ich dachte gerade, ich wäre Dings gewesen. Tut mir leid. Ach, schon fertig, alles klar. Nein. Und das ist halt eben einer der Gründe, die ich anfangs erwähnte, nämlich dass Lost Vikings zum einen die neuen Fähigkeiten hat für die Charaktere und eben zwei neue Charaktere selbst, wodurch man eben nicht alles selbst mit denselben drei Aufstellungen macht. Im ersten Teil waren es nur die zwei Wikinger, stimmt? Exakt. Oder? Da gab's. Okay. Und wie gesagt, die hatten nur ihre ein, zwei Fähigkeiten jeweils. Tai, soll es eine Einspielung sein, dass das eventuell die letzte Stage sein könnte? Dieses Abteil. Wer weiß? Wo war Erik denn? Okay. Mein Mitleid. Mein Beileid, meine ich. Naja, Baliok fehlt irgendwie, wie man gerade merkt. Ja. Ein Wiesel. Ach ja, wie gesagt, das Spiel nimmt sich nicht zu ernst. Na gut, auch Feng kann nicht schwimmen, zumindest glaube ich, dass er nicht schwimmen konnte. Ja, er ist ja nicht Erik. Jetzt ist aber Erik erstmal abgeschlossen vom Rest der Welt. Deswegen schauen wir. Übrigens, Erik steuert sich irgendwie, wenn ich mal so sagen darf, ein bisschen wie Mario, ehrlich gesagt. Er ist der Einzige, der schwimmen kann. Er ist schnell und er kann springen. Wir sollten schon hier raus. So, alles klar. Dann kann Erik erstmal Pause machen. Wer ist das hier überhaupt? Ein Kind. Das ist ein Lutscherlutsch. Ach, und warum wird das Ding nicht funktionieren? Genau, wird das, was ich gerade fragte. Du kannst hell sehen. Oh. Na denn, das heißt, wir dürfen wieder die drei Einzelteile sammeln. Ach nee, klar. Ein Feature bei Olaf. Wir haben etwas vollkommen vergessen. Ja. Wir können ja immer nie hoch. Ich bleib mal hier mit Olaf und so. Gott, das kann doch so schwer nicht sein. Tut mir leid. Na! Ach, genau. Ich weiß, das liegt im Schild. Genau. Das war natürlich sehr intelligent von mir. Wir sind heute sehr klug, ich weiß. Ja. Ich glaube, wir haben das Teamwork nach der letzten Karte ausgeschaltet, so in der Richtung. Komm schon, danke. Teil Nummer 2, und übrigens, dieses Item, welches gerade aktiv ist bei Feng, das gehört nicht zum, nicht zur Zeitmaschine. Das will ich mal so gesagt haben. Was genau es tut, werde ich mir gleich mal zeigen. Huawei, woher wusste ich das bloß? Zu viele Items. Man kann die Items auch nur dann rüberschieben, wenn der Wikinger neben einem steht, das sollte man beachten. Deswegen habe ich es gerade mal weggeschmissen, denn... Puh, kein Fallschadenglück. Ach ja, pass auf, wegen Feuer. Jo. Alles klar, ich glaube, Erik kann auch nach oben jetzt. Olaf könnte nach unten vor allem irgendwie. Ich würde vielleicht mal nachschlagen. Wir bringen jetzt mal Feng in Sicherheit. Ja, wollte ich auch vorschlagen. Aber ich denke mal, Olaf Spiele 1 wäre praktisch, denn so können wir nicht viel sehen. Leider. Ich auch Dang, verdammt. Ach ja. Flatulenzen und so. So, ach...
Ach so, da kommt gleich ein Aufzug. Achtung! Ah, jetzt haben wir einen kleinen Fehler gemacht. Bin ich? Wir haben einen kleinen Fehler gemacht. Wir müssen das gleich machen, wenn alle beiden durch sind. Wups. Denn, ja, nein. Hätte ich ja denken können, dass der Aufzug da ist. Hooray. Eigentlich reicht einer dafür, aber nehmen wir von beiden. Nein, beide. Team Power. Na. Okay. So, alles klar. Ach, dieser Sound immer. Der ist perfekt. Ich sehe, wir wollen einfach Feuerfallen einbringen. Ah. Peng. Achtung. Ach, ich bin Peng. Alles okay. Klärchen. Oder auch nicht. Ja, es laggt. Hooray, das sollte klappen. Ja. Ich glaube, wir sind noch fertig, oder? Ach nee, noch nicht ganz. Erik Power. Ach, verdammt. Ah, ich war schneller. Hooray. Ah. Hirsch Power. Oh, 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 oh. Ach, verdammt. Du hast einen Knoblauch vor allem in der Tasche, vergiss den nicht. Ja, ich esse ihn kurz. Hier, so. Übrigens, wir können eben zeigen, was das Item von Feng für einen Effekt hat. Aktivier es mal jetzt. Das zerstört nämlich alle Feinde auf dem Bildschirm, was ganz nett ist. Damit haben wir auch das letzte atomare Ding gefunden. Und hey, das ist sogar Baliok. Was es braucht, ist egal, denn wir haben ja alles. Olaf. Der Ding. Fertig, da ist die Zeitmaschine. Endlich. Wird uns das Ding endlich dahin bringen, wo wir hinwollen, also quasi nach Hause. Oder in unser Dorf, denn dort fängt Teil 1 sogar an, interessanterweise. Jahrhundert, ich glaube, es war ein bisschen eine halbe Stunde oder so. Ich weiß es nicht genau. Ich habe da so ein kleines Zeitgefühl. Habe ich da gerade Mittelalter gelesen? Habe ich da gerade gesehen, dass maximal 3 Leute darauf mit reisen können? Das kann ja nichts Gutes bedeuten. Die Nachrichten. Gut zu wissen. Ja. Und auf dem rechten Bildschirm spielen wir im F-Zero, so wie ich das sehe. Ja. Naja. Werden wir ja sehen. Ich glaube, das war's auch vom Text her schon. Oder vielleicht nicht. Wie gesagt, das Intro war eigentlich der größte Teil gewesen. Karren. Wird schon passen. Schaf. Ich find's immer wieder lustig irgendwie. Naja, ein Schaf im Wolfspelz? Ich glaube, langsam und sicher will man uns sagen, dass wir die Aufnahme nochmal stoppen sollten. Naja. Ach, das leckt. Ja, genau, das merkt man. Merkt zwar gar nicht so sehr wegen dem Text, aber. Dann ist es ja egal, wir haben es ja mal geschafft durch dieses Kapitel. Ich denke, wir können hier auch einen kurzen Schnitt machen. Vielleicht, den Text kann ich ja durchgehen, ich bin allein. Der Text war durch, gut. Alles klar. Kurzer Schnitt für uns, oder ihr sagt, bis zum nächsten Teil, denn ich weiß nicht, ob ich die ersten beiden die gar nicht in ein Video packe, für quasi Transsilvanien.